Stefan, dich schicke ich zur RTL in die Dschungelshow. Dich kennt auch keine Sau, du kannst auch überhaupt gar nichts. Tja, Top-Thema in der Bundesliga, die Frisuren der Spieler. Ne? Eine Riesenwelle macht ja der Frisurenverband. Die sagen, die Spieler sind alle 1A frisiert, ja, außer Schalke. Die haben die komplette Hinrunde schlecht abgeschnitten. Ne? Manche Spieler sind ja besser frisiert, ne, als dem Kevin sein Moped. Ja, ich mach das alles selbst. Ne? Sieht man auch gar nicht, oder? Was? Ja, meine Frisur ist jedenfalls krisensicher. Ne? Vorne kurz, hinten lang. Make Fokuhila great again. Andi! Weißt du, warum du in der dritten spielst? Weil es keine zweite gibt. Ja, und bei Gladbach, da läuft's, ne? Besonders beim Embolo, ne? Der war ja angeblich auf so einer Party. Richtig gut, ne? Hat die Polizei 23 Leute, Party People, hochgenommen, ne? Darunter leicht bekleidete Damen. Hm. Was sagt der Embolo? Nee, ich wollte ja mit einem Kumpel zusammen zu einem anderen Freund zum Basketball gucken. Ja, sicher. Bälle waren da im Spiel. Ja, und jetzt wissen wir auch die Körbchengröße der Feiernden. Christian! Komm raus! Für dich kommt jetzt ins Spiel eine Partygarnele! Dann ist auf dem Platz hier jedenfalls mal Stimmung! Ja, und angeblich, ne, ist der Embolo dann von der Party übers Dach geflohen. Mhm. Kommt demnächst so eine neue Serie. Der Embolo vom Dach. Hat er so eine Mütze auf, mit einem Propeller. Ach, egal, ey. Mit einem Freund zu einem Kumpel zu fahren und da Basketball zu gucken. Das war schon das falsche Signal. Der Embolo hat jetzt nur noch, wenn er im Museum vorm Gemälde steht, eine Vorbildfunktion. Christian! Warum nimmst du da den Stefan an den Beinen? Das ist doch hier kein Schubkarrenrennen! Das war ein Trainingsbeispiel! Ich kotze hier gleich! Ja, und auf Schalke, ne? Da ist der Hunter zurück. Kommt aus Amsterdam. 37 ist er mittlerweile, ne? Ich bin mal gespannt, wer in Gelsenkirchen doch einsteigt in das Projekt Jugend forscht. Ebbe Sand. Ein Penzer, Asamoah, ne? Schalke muss ja richtig geil in der Kiste sein, wenn jeder Ex zurückkommt. Hey, Markus, wenn du mit deiner Eulen in der Kiste liegst, willst du auch noch 5 Minuten wechseln? Nicht? Dann geh da drauf jetzt. Wir haben doch keinen mehr auf der Bank. Du doof. Ja, zur Einkaufspolitik von Schalke 04, da hat ja Arminia Bielefeld geäußert. Ihr Geschäftsführer Sami Arabi hat gesagt, wir wissen noch nicht genau, wen wir jetzt wieder in Sturm holen. Bruno Labbadia oder Stefan Kunz? Eigentlich geil von Bielefeld, aber ich sag mal so. Wer im Sturm vorne Sven Chiplock hat, ne? Der macht aber mal ganz schnell den hier. Den Flüsterfuchs. Der Chiplock, der wäre bei mir noch nicht mal im Kader. Stefan, siehst du den großen Baum da vorne? Ja? Der mit dem mir es gefällt. Du kannst dich dann schön draufsetzen. Dann hast du endlich mal wieder einen Stammplatz. Ja, und bei Bayern München, ne, dem Alaba, der geht wohl zu Real Madrid. Ja. Wenn der so einschlägt bei Madrid wie der Jovic, ne, dann können sich die Bayern jetzt schon freuen, wenn der Alaba wieder zurückkommt. Die schließen dafür extra eine Versicherung ab. Muss ich auch machen, ne, wenn wir meinen Aki mal verkaufen. Eine Vollkasko. Aber nicht wegen Rundumschutz, sondern weil der so viel säuft. Christian, vor dem nächsten Spiel, da triffst du dich nicht mit deiner Ollen. Du bist auch noch zusammen da mit der Jackie, ne? Ja? Vorm Spiel kein Jackie Cola!